Jo, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir die paar Kinder gerettet, die in Gefahr waren, und ja, angefangen ein paar Nebenmissionen zu beginnen. Das sieht komisch aus. Da gucke ich gleich noch mal nach. Und ja, wir sind jetzt wieder im Alleskönner-Modus, ne? Wir machen jetzt ein paar Quests und Nebenaufgaben von den ganzen Leuten in Sektor 5, in den Slums von Sektor 5. Und ja, wir sind gerade dabei, ein paar Monster zu erledigen. Wir müssen so 5 von diesen komischen Roboterviechern hier finden und vernichten. Und ja, dann machen wir doch mal. Boom. Warte mal, sind jetzt schon wieder alle neu aufgetaucht? Hier waren noch voll viele letztens. So, ich habe übrigens meiner Gegner-Datenbank nachgeguckt und mir scheint doch nichts zu fehlen. Die einzigen Sachen, die mir fehlen, sind der Wachskorpion und Gongaga-Kommandeur. Der Wachskorpion war ja dieser riesige Boss, dieser erste Boss, mit dem wir gegen Barrett gekämpft haben. Und dieser Gongaga-Kommandant, mit dem haben wir gegen mit Cloud bekämpft hier, als wir geflüchtet sind. Und ja, beide von diesen Gegnern konnte ich nicht wirklich analysieren zu dem Zeitpunkt, weil ich noch nicht Analyse hatte. Also ja, boom. Das ist eine coole Attacke. Und ja, das heißt, ich habe bis jetzt noch nichts verpasst. Gehört doch hier noch zu dem Bereich, ja. Ist bestimmt in so voll auffälligen Orten hier. Da, guck mal, hab ich direkt recht gehabt. Und das sind die letzten drei. Wir müssen ja 5 erledigen. So, jetzt weiß ich wenigstens. Ich muss sie einmal anzaubern wahrscheinlich. Ja, wenn die schon mal alle hier so stehen. Gucken wir mal. Oh, oh Gott. Habe ich angezündet, der Sack. So, du, hör auf. Oh. Okay, geht doch nicht durch Dings kaputt. Ich verstehe es nicht. Oder doch? Ich verletze. Oh Gott, Iris. Was machst denn du? So, oh, GB kostet 2. Habe ich nicht. Aber ich habe Vita. Zieh dich zurück. Wirkungslos. Ich verstehe es nicht. Los geht's. Ja, falscher Knopf. Wir blocken mal noch mal. Vergessen wir am Block R1, ne? Ja. Ja, du bist am Boden. Na, war zu spät, glaube ich. Gott, ich bin schon wieder gleich tot. Au! Warum? Oh, ehrlich? Komm schon. Irgendwie nicht. So, Cloud, weg nicht. Übernimm du. Lass mich mal. Ich sehe schon wieder. Gott verdammt. Gibt's doch nicht, ey. Ja. Nicht übertreiben. Nicht übertreiben. Ich setz mal Limit ein. Heilender Wind Vision. Ja. Das ist auch ihre. Das ist auch ihre Limit-Attacke im Original, ihre erste. Nein, geh auf den anderen weiter los. War so gut wie tot. Ich versuche mal zu stehen. Die haben da Turbo eh dran, ey. Daneben gehauen, ne? Was, die schon wieder kaputt? Alter, warum sind die auf einmal so stark? So, ich muss mal einen von euch hier erledigen. Du, nein, du, du. Boah, kommt mal her, ihr. So, du, du hast noch voll viel. Was ist das? Will mich verarschen? Wirkungslos? Die bei dir, die von lässt sich mit, aber ja, irgendwie nicht manchmal. Komm schon, du schaffst es.
Irgendwie lässt sich das manchmal nicht. Ja, du, komm her. Das war auch wirkungslos. Was? Manchmal wirkt das, manchmal nicht. Es hat wirkungslos ein Anzeichen dafür, dass das. Dreck. Die Barriere gebrochen ist, ey. Oh, du, komm her. Gott. Aber nervig. Nein. Weil. Obwohl, hätte ich vielleicht doch machen sollen, ne? Okay, oh, das war nervig. Die Viecher waren nervig. Ich glaube, hier war noch irgendwie was, was ich machen konnte, oder? Nee. Dreck. Hätte ich vielleicht doch machen sollen. Aber das hier sieht irgendwie verdächtig aus. Hier diese. Sieht so aus, als könnte ich da noch weitergehen. Ja, guck mal. Okay, mein Instinkt hat mir gesagt, ich soll noch nicht zurückkehren. Und mein Instinkt hatte recht. Sehr gut. Oh, das gibt's da jetzt nicht. Macht der Unschuld. Klingt voll nach vollen lahmen Angriff irgendwie. Macht der Unschuld. Flieg und Sieg. Entschuldigung, Flieg und Sieg. Ein Echo-Schirm. Ein ganzer Schirm hat da reingepasst. Es ging stumm, ich weiß. Ja, trotzdem. Blub. Vielleicht hat er einfach nur so ein Hut mit so einem Schirm drauf. So. Vielleicht sieht auch noch. Aber ich muss ja sowieso irgendwann mal jetzt zurück. Also ja. Ich hoffe, ich kriege ja irgendwann irgendwie so einen Schlüssel, mit dem ich dann aufmachen kann. Das wäre natürlich am besten. Oh. So, hier. Ich bin hier echt nicht nachgegangen. Oh, deswegen. Oder kann ich das hier öffnen? Ah! Guck mal da! Und guck mal hier! Oh, schön! So, das hier soll der Friedhof sein. Da passiert doch irgendwie noch was, ne? Komm, war da doch bestimmt irgendwann ein optionaler Boss oder so. Der Friedhof, Gemeindefriedhof, der Slums, ja super, aber das ist ja nix. Ah, finde ich ja super geil. So bestimmt irgendwann für einen optionalen Kampf oder so. Aber im Moment ist ja nix. Also man kann sich ja heilen, das ist auch nicht schlecht, aber. Na gut, dann gehen wir mal zurück. Weiß ich wenigstens, wofür der Schlüssel da ist. Das ist ein Gebiet, das sah mir irgendwie nicht richtig aus. Da eine Türk gewartet hat. Altrank. Davon habe ich, glaube ich, voll viele, ne? 88, ja, ich glaube, ich sollte mal ein paar davon verkaufen. Ja, dann nichts Schlimmeres, wenn du irgendwie Gegenstände findest und dein Inventar ist voll. Außer in den Tests aufspielen, weil da kannst du sowieso immer 15 von allen Sachen tragen. So, wo ist denn der Typ? War der nicht hier irgendwo? Hier. Oder auch nicht, was? Wo ist denn der eine Typ, der mir eben Song gegeben hat? Der sich einfach irgendwo anders hin platziert. Ja, finde ich den auch nie im Leben, Mann. No, Entschuldigung. Hi. Lauf gefällt nicht weg, ey. Da bist du ja. Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Shinra-Roboter, die sich in die Slums verirren.
Daran kann nur die Explosion im Makroreaktor schuld. Ja, sei verflucht, wer da hier auch in die Luft gejagt hat, ne? Noch im Reaktor und habe mich daher als Eindringling identifiziert. Hm, du siehst ein bisschen so aus wie diese Typen auf dieser Kamera. Was tun sie mir leid? Konnten nur tun, wozu sie programmiert wurden. Aber hey, was erwarte ich auch von Shinra? Deren Gardisten sind ja nicht anders. Was weißt du schon? Na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können? Natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Schutzstiefel. Stimmt, ich habe ja noch ein paar Sachen gekauft letztens von diesen Mogri-Typen, ne? Schütz, wenn jetzt ganz vollständig für den Zustand gemacht. Okay. Schauen wir, wenn der leicht auf. Ja, das kann auch nicht schlecht sein, aber. Aber das ist. Aber dann hast du ihn ein ATB verbraucht, dann war es das schon wieder. Also. Entweder bei. Nee. Aeris kann mehr oder weniger voll heilen, und zwar mit Vita alleine, noch nicht mal Vitra oder so. Finde es auch nicht so. Du! Bilde dich! Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Hm. Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Ja, genau. So, und der eine war ja bei diesen... Möp. Ist auch was. Ach, du bist der alte Mann, den ich helfen soll? Oh, dich kenne ich doch. Du bist also der... den sie den Alleskönner nennen. Weißt du, heute ist der Todestag meiner Frau. Und ich war doch gerade da, mein Kollege. Aber auf dem Friedhof haben sich grausige Bestien eingenistet. Könntest du vielleicht an meiner Stelle zum Grab gehen und beten? Das wird nicht billig. Danke dir, mein Junge. Der Friedhof liegt hinter dem Fluss. Ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll. Damit sich kein nichtsahnender Mensch dort hinein verirrt, heißt es. Sag mal, haben wir bei Moggy nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Ja, haben wir. Und wir waren auch gerade bei diesem Friedhof. Gott verdammt, warum hat er mir nicht vorher schon diese Mission gegeben? Wie nur das andere Kind finden, das war doch hier bei diesen... Moggy. Schon. Nimm aus dem Weg. Hab ich schon gefunden, bevor ich die Mission angenommen habe, glaube ich. Wie komme ich denn jetzt nochmal dahin? Bin ich jetzt blöd oder was? Wo war nochmal? Ein geheim Versteck der Kinder. Das ist doch gar nicht in dem Zielbereich. Ja, ich gehe mal da zurück. Nehmen wir jetzt mal die Kinder da ab. Ich bin im Kreis gelaufen. Boah. Ich schwöre, ich mache das nicht extra. So, ist hier dieser Moggy da. Halt. Also war das eine Kind doch nicht irgendwie. Na du? Wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr gut. Wieso? Hier sind doch keine Autos. Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Oh ja. Auweia, aber das war doch keine Absicht. Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Ja. Na, kann ich irgendwo sehen, wie viele Mogri-Dinger ich habe?
Mogi Medaillen 5, das heißt, kann mir noch mal so ein Ding in hier holen, ja. So ein. Oder haben die 10 gekostet? Ne, 5, ne? Hier für diese Waffendinger, ja. Diese Punkte. Mysterium des Planeten, ja, da würde ich sagen, weil Iris in unserem Team ist, ne? 10 BP. Kupo, ich habe schon ordentlich viele Medaillen gesammelt. Jetzt kann ich noch mehr Menschen glücklich machen, Kupo. Wenn es wie beim Mock ist, dann gehen jetzt unsere Wünsche in Erfüllung und wir leben glücklich bis an unser Lebensende? Nicht nur ihr. Alle Menschen in allen Slums, Kupo. Da hast du dir aber was vorgenommen. Es gibt einige fanatische Medaillensammler, Kupo. Die zahlen viel Geld dafür. Warte, ich sag da. Der verhökert die. Kann ich ganz viele Läden in den Slums eröffnen. Und dann können sich meine Freunde auch was dazu verdienen. Klingt das nicht toll, Kupo? Bald werden alle hier glücklich sein, Kupo. Das ist ein schöner Traum, Kupo. Ich gebe euch natürlich eine Belohnung, Kupo. Und wenn wir die Medaillen einfach selbst an die Sammler verkaufen? Das wäre nicht nett von euch, Kupo. Ja. Deinen großen Plan solltest du lieber für dich behalten. Danke, Kupo. Ich werde meinen Traum schon irgendwann erfüllen, Kupo. Kontakt, ah. Kupo. Ist jetzt mehr Sachen oder was? Nee. So, ich brauche dann eigentlich nur noch 12. Habe ich schon hier alles gekauft. Kupo? Ich habe keine Medaillen, Junge. Hätte mich nicht so. Die regnen nicht gerade von Bäumen, ne? Muss ich alle. Okay, irgendwie hält er immer an der Stelle an, habe ich so ein Gefühl. So ein Moment. So, dann gehen wir mal zur Fräulein Lehrerin. Halt, ich habe den Ding jetzt abgeschlossen. Eine. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. So, das habe ich abgeschlossen. Habe ich was Neues jetzt hier? Ich konnte wieder neue Materie entwickeln. Dann zeig mal. Magische Verkettung, ein Zusatzangriff mit dem verbundenen Material, dem Angriff des Anführers aus der Luft und Toxin verbunden werden, steht sogar da. Ein Zusatzangriff wird mit der verbundenen Materie den Angriff des Anführers hinzugefügt. Okay. Also wie ich da jetzt im Bild sehe, Barrett hat das ausgerüstet, greift Gegner an. Ach, wenn ich die Materie einsetze und dann setzt noch ein anderer Charakter auch diesen Zauber ein oder was? Also ich greife zum Beispiel, ich verbinde diese Materie mit Feuer, setz Feuer auf den Gegner ein und dann kommt einer meiner Kollegen und greift mit an oder was? Mit einem Zauber, so wie ich das jetzt verstanden habe. Tut uns leid, dass wir zu spät sind. Wir waren so in unsere Patrouille vertieft. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ein falscher König, also. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen die Bürgerwehr bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser. Hat er einen Knüppel mit Nägeln drin, die umgedreht sind? Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit Dreigill? Für Dreigill vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft. Unser Geheimversteck liegt allen Kindern am Herzen. Du musst es unbedingt vor dem Krötenkönig beschützen, Cloud. Macht sie mir Angst. Gut. So ist richtig. Ja, Dreigill, Hauptsache gewinnen.
So, da lang. Cloud ist doch eigentlich voll lieber, ne? Er tut nur so, als würde alle hassen. Okay, vielleicht hast du ja doch ein paar Leute, aber ein paar nicht, ne? Kinder nicht, ne? Alles klar. Aeris, ich bin noch nicht. Geh aus mir raus, bitte. Das ist mir sehr unangenehm. Alles klar. Na, da ist schon wieder die Musik, ey. Mach die einen nach oben. Meinst du, dass ich das Zeug dazu habe? So, warte mal, geiles sehen, Kinder. Nee, okay, ist noch nicht hier, alles klar. Ich muss schon sagen, irgendwie hat die Musik schon mal die Musik schon reingekickt irgendwie. Aeris? Na bist du? Ich glaube, bist du. Das war abzusehen. So. Bleib zurück. Fällt mir im Raum nicht ein. In die Fresse. Es ist geschafft. So, wo ist das Viech jetzt? Aeris, warte doch gefälligst, bis ich da durchlaufe. Ich gehe doch nicht immer so direkt in mich rein. Ja. Schlitz. Wo ich auf ihn zugedüst bin. Also wir haben, was haben die Kinder gesagt? Schwusch, schwusch. Aber Kampfsystem, das macht schon Bock. Also selbst wenn man nicht wirklich so ein, weiß ich nicht, Final Fantasy Fan ist, das Kampfsystem ist schon richtig krass. Macht schon übelst Laune. So, dich muss ich nur analysieren. Erstmal mache ich euch alle fertig. Oh, was machst du denn da? So, hi, na? Au! Eurer! Au, au, was zum Teufel macht ihr mit mir? Alter, alles dreht sich. So, ich komme dazu den. Okay, dieser Angriff ist ganz schön nervig. Hört auf damit. Warte mal, wieso bist du denn jetzt wieder voll? Heiltrank wurde gestohlen. Was von mir oder was? Ja, was? Stimmt, einige Gegner konnten ja stehen im Original. Man hat diese Viecher nach einer bestimmten Schadensmenge wirksam. Eis habe ich nicht, ne? Na, ich heile mich mal. Volle Konzentration. Komm mal her. Dann komme ich eben. Aber ich habe bloß Gemach auf mich gemacht, ne? Sah aus wie so ein Dings, wie so eine Uhr. Ist normalerweise irgendwie was mit Zeit. Eine Uhr sagt was über Zeit aus. Ich habe auch echt nicht irgendwie andere Zauber. Außer Aero gerade. Aber ich habe auch nicht drei Charaktere, ne? Also. So, genau, komm her. Boom. Oh, Alter, Kritsch. Ja, Schaden gemacht, wie blöd. Ist das? Na, komm mal her. Oh Gott.
Und weg ist er. War okay. Ja. Und dann machen wir das mit dem Friedhof auch noch direkt. Dann haben wir hoffentlich alle Sachen hier erledigt. Obwohl, dann kriegen wir wahrscheinlich schon wieder einen neuen Auftrag, ne? So, was? Ach so, ja, stimmt. Hast du den Krötenkönig besiegt? Ja, aber war total awesome. Wie gesagt, Kinderspiel. Juhu, ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke. Ja. Yeah. Hier, der Schatz, den wir Waffe versprochen haben, der ist ganz sicher 3 Gil wert. Nagelkeule. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Doch. Jawohl, Fräulein Furia. Jawohl, Fräulein Furia. Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken. Bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Oh, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Was wohl Ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt und du darfst jetzt, weil du weißt, schon was mitmachen. Geh doch noch mal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Noch mehr Quests. Hey, warte mal, du hast doch noch die Nagelkeule. Oh, meine TP und so wurden geheilt. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Irgendwie nicht. Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne, aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid. Aber meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Schon wieder etwas Foreshadowing. So, neue Waffe. Kommen wir gehen auch zum Friedhof. Wahrscheinlich wieder irgendwas kommen, aber was soll's. Ja, ich hab's gewusst. Diese blöde Keule von diesen Jungen. Für seinen verheerenden Angriff wechselt die Kampfhaltung. Was? Baseballspieler Cloud. Oder Schwertwirbel treffen. Nach Haltungswechsel mit Angriff oder Schwertwirbel treffen. Okay, wenn du was sagst. So, zeig mal. Was? Für mich habe ich das Gefühl, das ist eine rein physische Waffe mit Nee, die hat genauso viel wie die hat viel HP, sehe ich gerade. Glück ist kritische Trefferrate, glaube ich. Aber dann gibt es noch mal extra hier kritische Trefferrate plus 10. Deswegen, Alter, was zusätzlicher Materie? Ich sehe gerade, der hat gar keinen Materia-Slot gerade. Gar kein Materia-Slot. Was ist das hier, eine ultimative Waffe oder was? Was? Schaden gegen zerstörbare Einzelteile plus 10%. Oh. Dann machen wir mal hier TP Maximum, weil warum nicht, ne? Wenn mir schon so viel TP gibt, dann ja damit. Ich muss das so machen, dass irgendwie, weiß nicht, jede Waffe irgendwie auf was bestimmt irgendwie
Schaden von normalen Angriffen plus 5%, das ist auch nicht schlecht. Na, jetzt habe ich schon wieder alles weg. Ah, jetzt habe ich schon wieder alles weg. Kritischer Trefferschaden. Ja, lass mal so. So, oh, die ist aber ganz schön schwach. So, alle schon ausgerüstet oder was? Nee. Doch irgendwie schon, was? Materia. Ha, Dreck. Warum ist denn jetzt hier? Ach, weil vorher nichts, weil vorher keine Materia Dinge da drin waren, ne? Ich hatte ja vorher keine Materia Plätze, also konnte er nicht da reinschieben. Okay. Aber da sind immer noch die genau gleichen, ne? So, machen wir mal so, damit die jetzt überall drin sind, ne? So, Nagelkeule. Na gut, beenden wir den Part. So wie er aussieht, müssen wir sowieso noch in der nächsten Folge weitermachen, ne? So muss ich so oder so hier nochmal weitermachen, ne? So, was haben wir denn jetzt? 1, 2, 3. Also fehlen noch 3 Missionen. Eine ist gerade dabei, eine machen wir da. Ach gut, ich mal den Knüppel an. Guckt euch mal den Knüppel an, ey. Cool. Alles klar, würde ich aber sagen, ich beende mal hier. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier weiter einige Nebenquests machen. Und ja, in diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.